Die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof. Es ist der vierte Tag meines Fastens und ich bin heute ein wenig schlapp. Ich bin so müde. Warum wird man eigentlich so müde und so schlapp beim Fasten? Ich frag doch einfach mal den Prof. Ja, zur Frage, warum in den ersten Tagen es einem nicht so gut geht. Leute, es ist eine Riesenumstellung zum Teil. Also, wisst ihr, der Körper ist ja leider nicht so intelligent, dass er jetzt weiß, aha, das ist jetzt in therapeutischer Absicht und ich werde jetzt mal ein paar Tage das weglassen, was ich sonst zu essen hatte. Da läuft ja sofort auch ein gewisses Notprogramm an. Da wird vieles umgestellt und es gab ja diese Phasen in der Entwicklung und der Menschheit immer wieder, dass es eben auch mal nichts zu essen gab, nichts zu essen, nichts zu trinken. Und das hat dann immer sofort, so wie das spürbar wurde, ja, hat das sofort ausgelöst bestimmte Notmechanismen, Umstellungsprozesse. Das ist das eine. Das andere ist, dass der Organismus solche Zeiten auch nutzen kann, um wirklich Dinge, die sich angehäuft haben, loszuwerden, Schlacken zu entsorgen, Müll zu entsorgen, mal aufzuräumen, ja, mal runterzufahren, also auch diese ganze Stoffwechselprozesse im Darm mal ein bisschen zu dämpfen. Ja. Das ist auch etwas, was man in den ersten Tagen merkt und das ist nicht energiespendend in dem Moment, sondern das macht einen erstmal ein komisches Gefühl. Und es ist typischerweise mit weniger Energie, mit weniger Lust, mit weniger Kraft und Freude verbunden. Insofern eine sehr normale Reaktion geht aber dann auch wieder weg. Der Körper stellt sich dann um, fährt alles ein bisschen runter und ist dann auch wieder leistungsfähig. Und das sind dann diese Tage danach, so ab dem dritten Tag, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht. Das ist dann immer das Gute beim Fasten, dass dann diese ganzen Entschlackungs- und Entgiftungsprozesse gut auf dem Weg sind. Und ich mag zwar diesen Satz nicht mehr hören, neueste wissenschaftliche Studien und so weiter, weil es wird ja, manche Studien verdienen ja den Namen noch nicht mal, aber ich sag mal so, wenn es mehrere gut gemachte, gut designte Studien ohne einen entsprechenden wirtschaftlichen Hintergrund, wenn die durchgeführt werden, wirklich aus wissenschaftlichem Interesse, und das ist in der Anthropologie geschehen, dass man wirklich zeigen konnte, dass durch temporäres Fasten, also teilweise Nahrungsentzug, sogar wieder Überlebensmechanismen besser trainiert werden. Und es ist ein Naturgesetz, ja, wenn ständig alles nur in Fülle ist und alles immer nur eitel Sonnenschein ist, ständig zu essen da ist, ständig zu trinken da ist, dann verselbstständigt sich das auch ein bisschen und dann sind wir auf Herausforderungen, die ja uns jederzeit trotzdem treffen können, eine Krebszelle, ein Virus, ein Bakterium, dann sind wir da nicht mehr so gut drauf vorbereitet, weil es gab ja nie was zu verteidigen und wenn es nichts zu verteidigen gibt, ja, dann wird auch der besten Polizei mal ein bisschen langweilig, als Metapher jetzt. Also, das soweit zur Antwort zu den ersten zwei Tagen. Das Witzige beim Fasten ist, man kriegt, also nicht man, sondern ich kriege total Gelüste auf richtig deftiges Essen. Gar nicht so Süßes, sondern ich träume gerade die ganze Zeit von Koteletts und fetter Soße und Kloß. Wieso ist das eigentlich so, dass man so solche Gelüste auf so richtig deftige Sachen kriegt? Vielleicht weiß das ja der Prof. Warum bekommt man denn solche Gelüste beim Fasten? Ja, wir nennen sowas auch übrigens das Freilegen der somatischen Intelligenz. Also wenn man so ein Reset macht, ja, wenn man dem Körper, dem Darm, dem Magen-Darm-Trakt mal einfach diese Ruhepause gönnt, dann kommen solche Geschmackssensoren wieder quasi zu voller Blüte. Das heißt, man kann dann wirklich besser riechen, besser schmecken und auf einmal kommt auch so eine innere Stimme wieder, die sagt, was einem jetzt gut tut. Und es kann eben sein, dass du, Olli, mit entsprechenden Defiziten auch schon in diese Fastenkur gegangen bist. Und das wird jetzt dadurch natürlich nochmal verschärft. Und dann kommt eben genau aus dem Unterbewusstsein heraus, so, jetzt, das wäre richtig klasse, was Deftiges, was Salziges. Und das spiegelt eben auch wirklich immer das wieder, was dann meistens verloren geht. Deshalb sollte man ja auch beim Fasten mit Brühen und anderen Dingen arbeiten, die sehr mineralhaltig sind, damit das eben ausgeglichen wird. Und insofern ist das völlig nachvollziehbar, völlig normal. Und freu dich schon mal darauf, nach dem Fasten wirklich, man wird nicht gleich automatisch zum Gourmet, aber man riecht und schmeckt besser. Also das ist eine feine Sache. Ja? Kann ich nur immer wieder empfehlen, so ein Reset. Das war die etwas andere Sprechstunde. Frag doch mal den Prof.
Falls du eine Frage an Professor Winkler hast, nutze bitte das Formular zu finden im Beschreibungstext. Bis zur nächsten etwas anderen Sprechstunde.